Grüezi wohl, einen herzlichen guten Abend hier zu Rainis Nachtgedanken an diesem Donnerstag, dem 29. Dezember. Ja, die Abendlese ist heute wieder aus dem Alten Testament genommen und ich möchte sie uns vor Augen bringen, besser gesagt vor Ohren stellen. Ich werde sie lesen und dann werde ich einige Gedanken natürlich darüber bewegen und Ihnen mitteilen und hoffe, dass wir so ein bisschen in diesen Text hineinkommen. Die Abendlese steht im 46. Kapitel bei Jesaja und da heißt es: Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid. Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Wem wollt ihr mich gleichstellen, und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage da und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Orte rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen, nehmt's zu Herzen, gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ein großes Wort und ein großes Bild dazu. Ja, wir spüren, hier gibt es einen Unterschied zwischen dem Gott der Israeliten, nämlich ja, einem Rest, der in Babylon gefangen sitzt von Israel und Juda, und natürlich auch ein anderes Gottesbild, das man aus Gold zusammengebaut hat, das man trägt, und das erinnert an die Götter von Babylon. Wir kennen es, dass zu allen Zeiten Menschen sich Götter gestaltet haben, Götzen geformt haben. Damals in Babylon, da wurden sie aus Gold zusammengegossen und wurden sie prunkvoll auf den Schultern getragen. Man kniete vor ihnen nieder, aber so wie es in diesem Text heißt, wenn man diesen Götzen, diesen Gott anrief, der hat einen nicht erhört. Anders, der Gott Israels, der ganz anders unterwegs ist und der sagt, was er ankündigt, das tut er, was er sich vorgenommen hat. Und es ist ein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und zwar ein Gott, der in der Geschichte handelt, der in die Geschichte hineinsieht und der sein Volk niemals aus den Augen verliert. Ein Riesenunterschied, was hier das Volk zu hören bekommt. Und dennoch, so entdecken wir ja auch, haben zu allen Zeiten die Menschen ihre Götzen geformt. Und wenn wir uns einmal die Frage stellen, was sind denn heute unsere Götzen? Wo haben wir unser Augenmerk drauf gerichtet? Von wem erhoffen wir Hilfe? Dann kommt uns ganz viel in den Sinn. Die einen haben ihren Blick oder ja ihre Hoffnung doch auf die Banken gesetzt, auf das Geld. Und sie meinen, wenn sie nur einen Sparstrumpf haben, wenn sie viel zurückgelegt haben, dann kann ihnen ja nichts mehr passieren. Und so ist ein großer Teil der Bevölkerung ganz fixiert auf den Götzen des Geldes. Und wir wissen, wie schnell auch dieser Gott fällt und nicht mehr helfen kann. Eine Inflation reicht oder aber auch ein Crash reicht, um alles zunichte zu machen. Aber es sind nicht nur die Banken, es ist nicht nur das Geld. Wir kennen es, wir haben viele Götzen, die wir uns geschaffen haben, Leidenschaften, die dann später vielleicht zu einem Götzen geworden sind, die wir fast anbeten, die wir nicht lassen können. Und das heißt, jeder kann in sich selbst hineinhören, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Viele
Götzen. Viele Götter, die wir heute verehren, haben nichts mit einem wirklichen Gott zu tun, sondern sie kommen aus der Leidenschaft, sie gaukeln uns Sicherheit vor und sie gaukeln uns auch Lebenserfüllung vor. Wir meinen, ja, das ist das Leben, das muss man unternehmen, das müssen wir immer wieder von vorn beginnen. Der eine hat seinen Götzen in Form von Weltreisen, die er nicht mehr abstellen kann. Der andere hat seinen Götzen im Fliegen. Ich habe schon Menschen gehört, die gesagt haben, ja, wenn ich fliege, dann fühle ich mich frei. Das ist das Leben, ich kann es gar nicht lassen. Und wieder ein anderer hat sich einen Götzen geformt, indem er sagt, mein Herz hänge ich an mein Haus, an meinen Garten, an mein Fahrzeug. Und man pflegt es bis zum Letzten und wenn man es aber anruft, das Haus oder das Auto oder den Garten, man bekommt keine Hilfe. Hier sehen wir einen riesen Unterschied, nämlich zwischen dem, was wir Menschen uns selber formen und bilden, was wir selber gestalten, und wir sehen, wie leicht es uns zu einem Götzen werden kann. Das hat das Volk Israel damals in der Gefangenschaft in Babylon kennengelernt. Dort hat man aus dem Portemonnaie, wie es hier heißt, aus dem Geldbeutel, das Gold genommen und hat dann sich einen Götzen geformt, hat gehofft, das ist der Gott, der uns helfen wird. Es ist nur ein Rest geblieben, so heißt es hier, der Rest von Israel und Juda, der zurückgeführt werden soll, den will Gott erretten. Babylon stürzt in sich zusammen. Es hat nicht ewig Bestand und das ist etwas sehr, sehr Nüchternes, aber auch etwas, was uns weiterhelfen kann. Kein Weltreich wird ewig bestehen. Diese Reiche, die von den Menschen geschaffenen Sicherheiten, sie werden zusammenstürzen, sie werden nicht halten. Es wird letztlich nicht das Leben sein, sondern das Leben ist bei dem einzigen Gott zu suchen, zu finden und zu erfahren. Hochinteressant für mich in dieser Abendlese, dass er alle Zeiten überbrückt, nämlich der Gott der Vergangenheit ist, der Gegenwart ist und der Zukunft, der sogar einen Plan hat mit seinen Menschen und von dem er sich nicht abbringen lässt. Und das sind alles beruhigende Zusagen, denn wir können uns vorstellen, wenn das Volk Israel in Babylon gefangen war, da haben sie gemeint, Gott hat sie vergessen, Gott sieht sie nicht mehr und Gott hat den Plan mit ihnen, dem auserwählten Volk, letztlich aufgegeben. So fühlen wir uns vielleicht auch manchmal heute, dass wir sehen, wir sind ohnmächtig, wir können gegen das neue Weltreich der Transhumanisten fast nicht ankämpfen. Man nimmt uns nicht nur Wohlstand und Reichtum, man nimmt uns nicht nur die Freiheit, man nimmt uns sogar die Gesundheit, ja, man nimmt uns sogar oder will sie nehmen, die Gotteskindschaft. Und so können wir uns in einem Boot fühlen mit den Israeliten damals in Babylon, die eigentlich alle Hoffnung über Bord geworfen haben. Und dann kommt diese große Zusage, eine Zusage, die sehr erstaunlich ist, dass er sagt, ja, es ist ein Rest, aber um diesen Rest kümmere ich mich. Ich werde ihn nicht untergehen lassen, ich werde ihn wieder herausführen, habt keine Sorge, ich stehe zu meinem Wort. Es ist eine beruhigende Nachricht, gerade wenn man am Abend sich befindet und dann in den nächtlichen Schlaf irgendwann überwechselt, dass man sagt, ja, warum sorgen wir uns eigentlich? Es ist doch alles für uns getan und es sieht einer nach uns und er hat uns nicht vergessen. Er hat damals das Volk Israel in Babylon nicht vergessen. Er wird uns auch heute aus dieser verzwickten Situation herausführen. Auch wenn sie so schlimm erscheint, dass wir sagen, wie soll das denn noch gehen? Einige können gar nicht mehr klar denken. Andere sehen die Gefahr auf uns zukommen und die Macht liegt bei jenen, die doch eigentlich alles besitzen, das Geld, die Armeen und auch natürlich das Wissen der sogenannten Forschung, dass man also weiß, wie man uns manipulieren kann, wie man uns in die Knie kriegt und wie man dann letztlich uns zu einem Halbautomaten oder Vollautomaten umgestalten kann. In einer solchen Situation ist selbst dieser Gott nicht zu klein. Er ist viel, viel größer. Er ist der Einzige,
der wirklich lebt, der wirkt, der alles durchforstet. Und deshalb brauchen wir an diesem Abend und zu diesem vor uns liegenden Jahreswechsel keine Angst haben. Wir können loslassen, wir können uns in die Hände Gottes fallen lassen und sagen, er wird es richten. Aber natürlich ist eines immer wieder wichtig, und da kommt dieses kleine Aber. Es ist wichtig, dass auch der Rest damals in Babylon auf diesen Gott hört und an diesem Gott festhält, ihm weiter vertraut und sagt, ja, ich möchte mit diesem Gott weiterleben und nicht niederknien vor dem großen goldenen Bild, was da gegossen worden ist in Babylon, denn das geht unter. Ja, es gehört dazu, dass wir uns dann heute von vielen, vielen Götzen verabschieden. Von den vermeintlichen Sicherheiten des Geldes, den Versicherungen, des großen Besitzes und natürlich auch von ganz großen Leidenschaften. Aber ich denke, auch dieser Rest von Israel hat letztlich erfahren und kennengelernt, dass das wirkliche Leben, das eigentliche Leben nicht in diesen Dingen zu finden ist, sondern dass die uns ja sowieso alle genommen werden. Das eigentliche Leben definiert sich anders, nämlich auch in der Zeit, die man hat, in den Begegnungen, in der Liebe zu dem anderen, in den vielen Gemeinschaften, in denen wir unterwegs sein können, in den wunderbaren Gegenden der Schöpfung. Wir dürfen Freude haben, wir dürfen glücklich sein, wir dürfen entspannen, wir müssen nicht in der Hektik sein. Das eigentliche Leben spielt sich also nicht in diesen Gebieten ab, die wir meinen, sie geben uns Sicherheit und Halt. Und so möchte ich uns Mut machen, so wie der Rest vom Volk Israel, dass wir auch festhalten an diesem Gott, der uns nicht aus den Augen lässt und der uns auch aus diesem Tief rausholen wird. Das hat er zugesagt. Er wird uns sammeln, seine Gläubigen, und er wird dieser Welt zeigen, wer der eigentliche Gott ist. Und die Götzen, die wir geschaffen haben, die werden zerschlagen, die werden zunichte gemacht werden. Und es deutet sich ja schon an, dass es einen Crash gibt auf dem Finanzmarkt. Es deutet sich an, dass die Zerstörung noch einmal zunehmen wird von den vielen Reichtümern auf dieser Welt und von den Machtbereichen gewisser Menschen, die sich gerne an Gottes Platz niederlassen wollen. In diesem Sinne können wir also ruhig schlafen, entspannen, und das wünsche ich uns allen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Mit diesem kleinen Gebet wünsche ich uns allen eine wirkliche gesegnete Nacht. Viel, viel Freude auch am morgigen Tag. Wir haben nicht mehr viel, wir wechseln dann in das neue Jahr. Und deshalb können wir ruhig und gestärkt und getröstet dieses Jahr wechseln, in dem Wissen, dass Gott tatsächlich uns begleitet, uns retten wird, uns herausholen wird. Wir brauchen keine Sorge zu haben. Ja, ich sehe gerade, da ist mir jemand gefolgt. Ganz, ganz herzlich möchte ich grüßen, und zwar, dass sie den Weg gefunden haben oder du den Weg gefunden hast auf diesen Kanal. Hier bin ich live zu sehen. Hier kann man mit mir auch korrespondieren. Wenn man also Fragen hat oder auch anderer Meinung ist, darf man das gerne in den Chat schreiben. Das ist nicht überall möglich, weil ich ja sonst diese als Beiträge, als Video hochlade. Hier kann man also auch durchaus einmal ins Gespräch kommen und miteinander sogar ein wenig einen Disput führen. Das ist das Schöne bei D-Live. Ich habe jetzt auch geschaut, dass ich auf YouTube streamen kann. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob alle Streams da gesendet werden. Ich weiß, wie heikel es ist, wenn man da gewisse Dinge sagt. Ich habe auch schon manchmal einen schwarzen Bildschirm gehabt, deshalb bin ich immer etwas vorsichtig. D-Live ist da noch etwas sicherer. Wie lange, wissen wir alle nicht, aber hier kann ich noch reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. In diesem Sinne möchte ich also allen eine gesegnete Nacht wünschen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie Lust haben, morgen gibt es ja dann wieder Losung und Lehrtext. Und ich werde natürlich auch sehen, dass ich zu Silvester und zum Neujahrstag hier eine Botschaft aus der Bibel mitsende. Denn für mich ist es wichtig, dass gerade auch diese Botschaft in diesen Tagen erklingt,
wo wir so viel zu tun haben mit Götzen und falschen Propheten und vielen anderen Dingen, die uns von dem eigentlichen Leben wegführen wollen. Auf Wiederloge, einen wunderschönen Abend, Ihr Reini aus den Nachtgedanken hier aus Appenzell-Innerrhoden.